Sondermeldung, Sondermeldung. Ab sofort gibt es eine bessere Audioqualität. Dies ist einem Diktiergerät geschuldet, das ich bei mir in der Hardwarekiste gefunden habe. Das ist einfach mal wiederbelebt, um einfach mal so ein bisschen die Audioqualität zu beurteilen. Bisher habe ich immer direkt über den Computer aufgenommen. Jetzt läuft es vom Computer völlig unabhängig. Könnte rein theoretisch sogar jetzt mit dem Ding rumlaufen. Lasse ich natürlich sein, weil ich natürlich nebenbei zocken möchte. Aber das, was ihr jetzt hört, ist unbearbeitet. Das heißt, bis auf das ein oder andere Atemgeräusch, das ich natürlich wie immer entferne, es ist jetzt nicht irgendwie entrauscht, komprimiert, was auch immer mitgemacht. Es ist wirklich die Qualität, die das Mikrofon von meinem Headset auch so direkt bietet. Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung von der Qualität her. In Live-Geschichten ist natürlich nochmal was anderes, aber die Audioqualität in den Let's Plays sollte dadurch natürlich ein bisschen besser werden. Zum Vergleich jetzt nochmal das, was aktuell aus meinem Computer zu bekommen ist, inklusive Nachbearbeitung. Irgendwie hat Pulse Audio eine Macke oder die Hardware spackt so langsam völlig ab. Jedenfalls, das ist ja keine Qualität mehr, die man anbieten kann, oder? So, ich rede mal ein bisschen lauter in der Hoffnung, dass man mich hören kann. Das ist quasi das, was aus meinem Computer rauszubekommen ist, ohne Nachbearbeitung. Also sprich in Live-Sessions, wenn ich es aufnehme, vor der Nachbearbeitung und dergleichen, auch schon nicht mehr so geil. Also irgendwie, habe ja schon mehrmals angesprochen, neues Mikrofon, am besten natürlich dann USB, dass das irgendwie vernünftige Qualität auch ins System reinbringt. Wenn da irgendjemand Vorschläge hat, immer her damit, ich bin für alles offen. Wir hören uns regulär dann demnächst. Ne? Tschö!